garstige Kobolde. Das letzte Mal, dass die eine Bedrohung waren, ist auch schon 20 Level her. Ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht, warum ich hierher kommen soll. Rolle des Lichts verbessert, ist aber alles gestohlen, also. Weiß nicht, ob das hier so bombenmäßig ist. Aber wenn mir schon so viele Tipps gegeben wurden... Oh, hoppala, zu früh. Hier reinzugehen, nehme ich mal an, dass hier irgendwo ein Intelligenzpunkt, das ist nichts und eh wieder alles gestohlen, entweder ein Nerim-Zeichen ist oder vielleicht, woran ich auch in letzter Zeit gedacht habe, eventuell ein... Na. Schuhe wieder mal für die Dame, die wir in der einen Stadt sammeln sollen. Rolle der Feder, Frostblitze. Größerer Seelenstein. Holy moly, 100 Münzen wert. Also ich werde auf jeden Fall hier so lange suchen, bis ich irgendetwas Besonderes finde, weil... Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr mich alle hier hinschicken wollt und am Ende ist hier eigentlich gar nichts. Na? Die Kisten kann man nicht verschieben, oder? Nope. Alle sagen, ich soll ins Lagerhaus gehen, aber hier scheint nichts zu sein. Die Frage ist... Ah! Hier haben wir noch etwas Besonderes. Nein! Die Frage ist natürlich, warum wurde ich hier hingeschickt? Oh, puh. Bin ein bisschen ungeduldig. Ah, Gold und Feuerball Rang 3. Feuerball Rang 3 haben wir leider schon und das mitzunehmen wäre auch wiederum gestohlen. Ich weiß nicht, ob ich die gestohlenen Sachen einfach so locker flockig beim Hehler verkaufen kann und das kein Problem ist. Das weiß ich nicht. Ja, Feuerball Rang 3 haben wir schon. Wurde ich nur dafür hierher geschickt? Nein, oder? Kleiderschrank, Pantoffeln, nee, solche Stiefel suchen wir nicht. Hier muss irgendwas sein, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Vielleicht auch irgendein Geheimgang oder so. Hinter diesen aufgeklappten Kisten. Rolle des Lichts, normale Eisenpfeile. Nope, also... Falls ich irgendwas Offensichtliches übersehe, hier zwischen irgendeiner der Ritzen... Dann sag mir ruhig Bescheid und... Stone, geh da nochmal zurück und guck, wenn du in den Raum reinkommst, geh nach rechts oder links und schau dich nochmal ganz genau um. Weil ich meine, vielen Dank dafür, dass ihr mir den Tipp gibt, hier reinzugehen. Ich habe ja auch mit mir selbst noch so ein bisschen diskutiert, ob ich hier wirklich reingehen soll, das erste Mal, als wir vorbeigelaufen sind. Weil es ein Lagerhaus ist und Lagerhäuser sind immer gut. Habe mich dann aber zuerst dagegen entschlossen, dann kam von euch der Tipp, geht da auf jeden Fall rein, mein Freund. Aber irgendwie, außer zwei garstige Kobolde und einen Haufen Kisten und so, nope. Scheint hier nichts zu sein, also wenn ihr, sofern ihr noch weitere Tipps habt, wo hier etwas sein könnte, falls hier etwas tatsächlich ist, dann nur her damit. Gut möglich, dass ich jetzt auch hier 20 Mal vorbeigelaufen bin, aber ich möchte ja nicht irgendwie stundenlang Zeit verbringen. Moment, wie ist das? Lagerhaus. Könnte auch sein, dass die Sachen, die ich einsammeln kann, / soll, nicht in einem Lagerhaus, sondern in einem Warenhaus sind oder sowas. Also bezeichnungsmäßig nicht ganz das gleiche. Nein, das ist ja nur ein Laden. Hier ist ein Schild, wo Warenhaus draufsteht, also hier draußen. Waren... Frage ist nur, wie kommen wir darüber? Zum Beispiel so. Ach so, hier waren wir vorhin. Klar. Wenn das das Lagerhaus ist, vielleicht ist das hier das Warenhaus von der Seite. Ah, Warenhaus. Seht ihr mal. So einfach kann das gehen. So einfach kann so etwas übersehen werden vor allem. Dann knacken wir doch mal kurz dieses Schloss. Ah, damn it! Ich
Ich bin immer zu voreilig. Jedes Mal, wenn ich denke, jawohl, jetzt ist der Stift schnell runtergegangen, dann geht er das nächste Mal noch ein bisschen schneller runter, so wie jetzt gerade eben. Ich habe einfach zu lange keine Oblivion-Schlösser mehr geknackt. Das schlägt sich in meiner Schlossknackkunst nieder. Dann gehen wir mal hier rein. Da haben wir immerhin 100 Erfahrungen bekommen. Ich nehme mal an, das ist immerhin etwas Gutes. Gut, wenn ich das Warenhaus hier durch habe, eine schwierige Truhe. Eine sehr leichte Truhe. Ah, 30 Erfahrungspunkte, immerhin etwas. Ich habe zwar nicht wirklich Lust, mich mit der schwierigen Truhe zu befassen und zu versuchen, sie zu knacken. Weil das ganz schön krampfig werden könnte, auch wenn ich schwierige Truhen schon öfter leichter geknackt habe als... Als mittlere Truhen. Und yay! Yay! 220 Erfahrungspunkte. Oh, nice. Nieder mit dem Tyrannen. Stürzt den Kanzler. Irgendwelche Leute, die hier ein bisschen rebellisch drauf waren. Also, ich glaube, so genau muss man dann doch nicht gucken, wenn man irgendwelche geheimen Gegenstände wie Nerim-Zeichen finden will, weil das war ja ziemlich offensichtlich hier einfach nur in die Ecke gelegt. Oh, Jagdbuch Horn abtrennen. Nice. Cool, das müssen wir ja nicht mal kaufen. Aber, damit es nicht gestohlen in unserem Inventar rumliegt. Ah, dammit! Gut, dann wird es noch ein bisschen länger hier gestohlen rumliegen, bis wir wieder zwei Lernpunkte zusammen haben. Jetzt haben wir ja nur einen einzigen. Leider. Gut, probieren wir das auch mal. Hoppala. Und hoffen das Beste, dass ich das irgendwie geknackt bekomme. Oh Gott, endlich. Und es hat sich auch noch gar nicht gelohnt, für 23 Münzen so viele Dietriche zu verbrauchen. Ihr habt euch den Erfolg auf leisen Sohlen verdient. Was könnte dies sein? Kein Kopfgeld? Ah, jetzt muss ich wieder die Achievements suchen. Ach da. Für das Begehen von 200 Einbrüchen. Echt, schon 200 Einbrüche gemacht? Oh Gott. Wir sind ja ganz schön heftig drauf. Oh Gott, ihr glaubt gar nicht, wie lange ich gerade eben dran gesessen habe. Boah, irgendwann nach einer Weile habe ich schon so wahnsinnig viele Dietriche verbraucht, dass ich nochmal neu geladen habe. Mann. Total krass einfach nur. Ich bin so aus der Übung. Vor allem Schlösser knacken lässt sich leichter, wenn man locker drauf ist. Also wenn man entspannt davor sitzt vorm Rechner und so ein bisschen, ne, am Schlösser knacken ist, dann läuft das einfach am besten. Das Problem ist nur, dass ich, wenn ich Aufnahmen mache, nicht immer, aber sehr oft im Stress einfach bin, ja? Weil ich sehr wenig Zeit habe, die Aufnahme zu machen. Ich muss wirklich schnell innerhalb von 1,5 Stunden die Aufnahme durchnudeln und dann sofort schnell die Folge schneiden und dann abends habe ich noch andere Sachen vor ab 21 Uhr und ich komme erst um 18 Uhr nach Hause und das muss, ich muss pumpen, das alles hier ohne Ende. Und wenn ich dann so ein bisschen nervös gestresst bin, dann ist es ein bisschen schwer, das, naja, oh Jesus, umzusetzen, das schnelle Knacken. So, ein weiterer Tipp, der mir gegeben wurde, war: Stone, lies unbedingt das Buch, was auf dem Tisch in der Bank liegt. Das ist zwar kein Buch, sondern ein Pergament, aber vielleicht war das ja damit gemeint. Nope. Steht nichts drauf. Irgendwas anderes hier? Nein. Dann vielleicht an irgendeinem anderen Tisch. Weiter drinnen in der Bank. Wir sind nämlich nicht umsonst hier. Wir wollen nämlich das lesen, dieses, oder zumindest mal reinschauen in dieses Buch, was mir da empfohlen wurde. Silbernuggets, Pergament, hier, Buch. Tresorverzeichnis der Bank von Erotin. Aha!
Also, wie es aussieht, wenn ich mir die ganzen Tresore aufknacken will, dann kann ich ganz einfach hier direkt nachsehen. Zum Beispiel hier, unserem Kanzler gehört 221. Also können wir einfach den Kanzler bestehlen und dann können wir uns theoretisch aufschreiben, wer welchen Key hat und die Leute nacheinander bestehlen. Ja, aber wie gesagt, falls man daran Interesse hat, na gut, aber... Dann eine andere Sache, die mir auch noch gegeben wurde als Tipp. Ich habe übrigens bin immer noch nicht dazu gekommen, meine Stichpunkte auszudrucken. Also ich mache das gerade alles aus dem Kopf. Aber das waren jetzt auch so die wichtigsten Punkte. Und zwar Beteiligung am Badehaus reinlegen. Mein Konto, ich hoffe, da ich habe das hier richtig gemacht. Beteiligung am Badehaus hier reingelegt. Korrigiert mich, wenn das falsch war, weil ich glaube, man muss die Sachen hier ablegen. Wisst ihr was? Wir können eigentlich auch kurz mal reinlesen, dann wissen wir es genau. Da. Lagert dieses Schreiben in eurem Konto bei der Bank von Erotin ein. Mein Konto, genau. Also das ist das Richtige. Dann bin ich mal gespannt, wie viel wir so von einem Badehaus bekommen und auch nur noch 25%. Ach, dammit. Ich wollte das Ding einstecken, dass wir das immer wieder so als kleines praktisches Lexikon mit uns herumführen können. Und den Leuten auf der Straße begegnen. Hey du, du kommst mir bekannt vor. Du stehst hier in diesem Buch. Was für ein Buch? Ach nichts, dreh dich mal um. Fupp. Aber das war eines der wenigen Bücher, die wir, wie es aussieht, nicht mit einstecken konnten. So, jetzt habe ich doch tatsächlich endlich mal alles geschafft, was ich machen wollte. Wir haben, Ladies and Gentlemen, es geschafft, ganz Erotin zu erkunden. Wir haben die kleine Nebenquest gemacht, mit dem Schlüssel herausfischen, die Nebenquest mit den Flaschen zurückholen. Wir haben das mit dem Einlagern der Beteiligung für das Badehaus nachgeholt. Ich habe das Warenhaus nachgeholt. Jetzt können wir endlich weitermachen mit der Quest, mit der Hauptquest. Und ab jetzt werde ich auch wieder eine ganze Weile lang der Hauptquest folgen. Das heißt, wenn ihr euch schon drauf gefreut habt, ja, der Moment ist endlich gekommen. Der Moment der festen Speicherung, bevor es mit der Hauptquest weitergeht. Und wir machen jetzt finally weiter. Ich lese das hier kurz nochmal vor, um euch ein bisschen drauf einzustimmen, auf was wir uns jetzt einlassen werden. Es gibt einen weiteren Begabten, der nicht zum Treffen erschienen ist. Rehmann ist allerdings bei der Wache Erotins Welt, weshalb Akorias der Meinung ist, er könnte uns gefährlich werden. Deshalb soll ich sein Gedächtnis mit einem Zauber verändern. Rehmann betet jeden Abend am Grab seiner Frau in Erotin im Hafenviertel, wo ich am besten den Zauber auf ihn sprechen kann. Anschließend muss ich seinen Schlüssel an mich nehmen und sein Haus nach dem Brief durchsuchen. So, die Hinweise sind Grab, also hier der Friedhof. Und der zweite Hinweis ist am Abend. Den Zauber will ich hier schon mal bereithalten, den, der uns beigebracht wurde. Gedächtnis verändern. So. Ist er das hier? Rehmann, sehr gut. Wir können mal gucken, ob er uns noch irgendwas zu sagen hat, wenn wir ihn ansprechen. Nope. Ich habe Rehmann erfolgreich mit dem Gedächtniszauber belegen können. Nun sollte ich seinen Schlüssel an mich nehmen und sein Haus nach dem Brief durchsuchen. Das Haus liegt in der Nähe des Marktviertels, gegenüber des Sees an der Kathedrale. Huch! Hoppala, ich war das nicht. Wir gehen einfach direkt wieder weiter. Ich frage mich, ob ich ihn gerade bestehlen sollte, aber die Hand war rot, also Diebstahl. Eigentlich ist es ja auch Diebstahl, aber für eine Quest? Da war ich ein bisschen misstrauisch, aber wie es aussieht, muss man ihn nur normal ansprechen und dann hat man den Schlüssel schon in der Tasche. So, Kathedrale, gegenüber der Kathedrale. Die Kathedrale war hier. Ich quicksafe übrigens immer bewusst, bevor ich das Gebiet wechsle über die Tore. Seitdem mir das Spiel mal wieder, oh, das laggt aber ganz schön, wieder mal gestorben ist, will ich auf jeden Fall öfter mal die Quicksaves einsetzen. Wie wir gerade spielen übrigens, habe ich nur 12 Frames. Jetzt gerade wieder höher bei 20 Frames. Das ist ziemlich ärmlich, aber okay. Was wollen wir machen? So, gegenüber der Kathedrale, das ist hier. Hier ist das Theater. Auf der anderen Seite des Sees.
Vielleicht meinen die auch mit See den Fluss hier. Da war aber eigentlich keine Tür. Gut, okay, vielleicht meinen die auch wirklich direkt gegenüber. Ich kann mich an den Namen Rehmann erinnern. Vielleicht war das auch hier. Haben wir hier... Nein, das war nur ein Wachturm, da bin ich mir sicher. Weinhandel Wohnung. Okay, just in case. Einfach mal nachgucken. Moment, Weinhandel war die Frau, die die Leiche im Keller hatte. Und ein verschlossenes Haus, wer weiß. Vielleicht hat sie da auch irgendwelche Leichen gebunkert. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Das ist ja nur die Kaserne. Ich denke nicht, dass der Typ im Kasernenhof... Obwohl, doch, kann eigentlich sein. Gucken wir erstmal hier nach. Das ist hier die logischste Stelle, weil es einfach gegenüber vom See ist. Wer bist du? Steuereintreiber. Was ist? Okay, du hast nichts Neues zu sagen wegen der Quest? Musst du hier sein? Das ist kein Einbruch, ich hatte den Schlüssel. So, kurz mal eingucken. War das auch wirklich kein Einbruch? Sehr gut. Da ist jemand. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was zum... Was sucht ihr denn hier drin? Scheiße. Verdammt, was wollt ihr von mir? Ja, verdammt, ich hätte nicht im Haus sein dürfen, aber... Aber das Haus gehört auch nicht euch. Ich habe auch gar nichts geklaut. Nichts, nur einen Brief. Vielleicht kann ich damit was rauspressen. Oh, verdammt, was rede ich da eigentlich? Halt, ist das nicht der Brief, den ich holen sollte? In Rehmanns Haus erwischte ich einen Einbrecher, stammelte etwas von einem Brief und floh. Ich darf ihn nicht entkommen lassen. Hey, du Sackmann! Du bleibst sofort stehen. Ja, geile Musik noch dazu. Stehen! Stehen bleiben! Oh, der ist ganz schön schnell. Du kommst nicht davon. Wie gut, dass er manchmal sich so ein bisschen um sich selbst dreht, während er läuft. Ah, der bleibt einfach immer wieder stehen. Okay. Ah, ich dachte schon, das wäre eine echte Verfolgungsjagd, dann wäre ich ja voll am Abstinken jetzt gewesen. Ah, wo läufst du hin, du Drecksack? Der läuft hier nur im Kreis. Na gut, jetzt nicht mehr. Ich dachte, der würde jetzt durch die beiden Tore wieder laufen. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Hab ich dich. Wie gut, dass du immer wartest, mein Freund. Was für eine Verfolgungsjagd. Ja, da ist er. Bleib stehen. Wie soll ich dich hier richtig verfolgen mit meinen 12 Frames? Du Sack. Bleibst du stehen? Oder muss ich den einholen? Das schaffe ich ja niemals. Nee, halt, der rennt einfach geradewegs aus Erotin raus. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Bitte! Oder muss ich mich erst nackig aus... Wo zur Hölle? Ist er hier hin? Er ist einfach mitten auf der Straße verschwunden. Ich nehme mal an, dass es diese Tür war. So, jetzt aber! Aha. Irgendein Abfluss. Der Deckel ist mir vorhin nicht aufgefallen. Ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Aber bitte verpfeift mich nicht bei der Wache. Bitte. Wisst ihr, ich bin Eterner. Die würden mich nicht einfach einsperren, sondern kurzerhand umbringen. Ihr wisst doch, wie sie über uns Eterner reden. Wäre ich ein Mensch, würden sie sagen, er sucht nach Essen und ist deshalb eingebrochen. In den Kerker. Erledigt. Doch ich bin Eterner. Und deshalb sagen sie, er plündert und mordet. Legt ihm einen Strick um den Hals. Bitte, ich habe durch den Krieg meine Familie und mein Haus verloren. Und von irgendwas muss ich ja auch noch leben. Ich bin kein Verbrecher. Ihr habt etwas in dem Haus gesucht, nicht wahr? Ihr wart nicht zufällig dort. War es dieser Brief hier? Wart ihr hinter ihm her? Dann gebe ich ihn euch und ihr verpfeift mich nicht, alles klar? Und wenn ihr Wort haltet, dann zeige ich euch noch etwas, das euch interessieren dürfte. Ooh. Ja, na gut.
Wir können ein bisschen mitfühlen, weil wir Halberterner sind. Großartig, danke. Hier, da habt ihr den Brief. Und ich habe gesagt, ich zeige euch etwas. Nun, es ist ein Versteck. Hier in den Kanälen. Ich gehöre zu einer Gruppe Ausgestoßener, die versucht, am Rande der Gesellschaft zu überleben. Wir verbergen uns hier unten, weil die Wachen uns ohne Umschweife töten würden. Wie ich sagte, wir sind Eterner und nirgendwo gern gesehen. Im Versteck gibt es einige begabte Leute, die euch sicherlich etwas beibringen oder mit euch handeln können. Oh! Los, kommt! Ich führe euch hin!